Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentle Nerds, zu diesem neuen Video. Heute wird es um etwas gehen, was man auch hier im Hintergrund schon sehen könnt. Übrigens, sorry für, dass die Sonne jetzt da von oben kommt und ihr mein Gesicht gar nicht richtig seht, aber so werde ich halt einfach nicht von der Sonne geblendet und kann euch trotzdem mal zeigen, was ich euch zeigen möchte. Man sieht schon, worum es hier im Hintergrund geht, denn ihr habt ja bestimmt schon mein Video gesehen zur Photovoltaikanlage. Ihr seht, ich habe da ein paar Paneele drauf, hier oben sind ein paar Paneele drauf und auf der Rückseite vom Haus habe ich auf dem Dach natürlich auch noch Paneele drauf. Aber das hier war vorher noch nicht da. Diese zwei Paneele sind jetzt komplett neu dazugekommen. Und zwar habe ich hier mit einem Partner zusammengearbeitet. Vielen, vielen Dank nochmal an Akkurat. Denn Akkurat hat mir ein sogenanntes Balkonkraftwerk zur Verfügung gestellt. Und ich habe gesagt, ich probiere das Ganze smart hinzubekommen. Und zwar mit einem Akku. Den Akku habe ich auch noch von Akkurat gesponsert bekommen. Und da kommt die Community jetzt halt eben so ein bisschen mit ins Spiel, denn ich lese euch jetzt erstmal vor, was der Habenzustand ist. Ja, weil hier ist so der Schaltplan, ja, den ich mir überlegt hatte, der cool ist, der Sinn machen würde, wenn die Herstellerangaben denn immer so stimmen würden. In dem Fall liegt jetzt der Fehler leider bei Shelly, weil, naja, da ist nicht alles immer so, wie es auf den Produktbildern scheint. Leider. Aber ich jetzt erstmal zu dem Habenzustand, den wir halt eben von Akkurat jetzt hier haben. Ich werde euch das natürlich auch alles in der Videobeschreibung unten verlinken, damit ihr genau den Ist-Zustand habt, den ich jetzt hier auch den ihr bei mir hier vorfindet. Und zwar haben wir ein Balkonkraftwerk 600 Watt, denn mit einem 600 Watt Wechselrichter, ihr müsst dann nicht hergehen und müsst es halt irgendwie beim Finanzamt und überall und so anmelden und diese ganzen Bürokratie-Quatsch, ja, den habt ihr dann einfach nicht mehr. Ja? Der einfach in die Steckdose rein, fertig. Ja? Und genau, wir haben ein Balkonkraftwerk mit 600 Watt, wir haben ein Komplettpaket mit 2 Heckert Nemo 2.0 Photovoltaikmodulen. Das sind diese zwei Module hier. Und wenn man jetzt optisch diese mit den da hinter mir vergleicht, dann sieht man was? Genau, es sind die gleichen Module. Darauf habe ich nämlich geachtet, weil ich wollte hier nicht dann irgendwelche anderen Module haben als dann da. Und es soll ja schon irgendwie einheitlich aussehen. Dann haben wir ein T-Sol M800, das ist der Mikrowechselrichter, der uns halt eben den Strom, der von diesen zwei Dingern da kommt, in einen netzfähigen Strom umwandelt, dass wir halt eben den DC-Strom, der von hier kommt, in einen AC-Strom umgewandelt bekommen, den wir im Haus nutzen können. Und der Mikrowechselrichter, der macht das quasi folgendermaßen. Ihr steckt den einfach in den Stecker, also das ist ein Mikrowechselrichter, der quasi einen Stecker hat, den steckt ihr einfach irgendwo in die Steckdose, dort, wo ihr quasi den Strom nutzen möchtet in dem Haushalt. Und dann macht er nämlich Folgendes. Der guckt auf die Netzspannung, also ob Netzspannung anliegt. Und wenn dem so ist, dann pusht er quasi den DC-Strom hiervon in AC-Strom um und pusht das in die Leitung rein. Und der Vorteil halt eben bei Balkonkraftwerken ist es so, dass immer erst der Strom verwendet wird, der von den Balkonkraftwerken produziert wird. Also immer erst der DC-Strom, der in AC-Strom umgewandelt wird. Der, ich glaube, rein technisch funktioniert das so, dass der eine etwas höhere Herzzahl hat oder so. Also nagelt mich da nicht drauf fest, aber auf jeden Fall ist es so quasi, dass erst der Strom verwendet wird, der von hier kommt, und dann wird der Strom verwendet, der vom Netz kommt. Also, ne, das ist eine ganz klare Reihenfolge. Und genau, dann haben wir halt eben, ne, hier mit Schuko-Stecker und so steht alles mit dabei. Genau, das ist jetzt quasi zu dem Teil. Dann habe ich natürlich noch, also auf dem Balkon da oben in der Ecke, werde ich euch gleich auch noch zeigen, da ist ein kleiner Sicherungskasten. Da sind zwei Sicherungen drin extra, um quasi jedes Modul hiervon einzeln abzusichern. Und dann bin ich quasi von hier, quasi hier an der Seite hoch und dann hier über den Balkon, über den Dachboden ins Treppenhaus gegangen. Und im Treppenhaus habe ich dann quasi direkt am Sicherungskasten, wir haben quasi auf jeder Etage nochmal einen separaten Sicherungskasten, neben dem Hauptsicherungskasten, der unten im Keller sich befindet. Und bei dem Sicherungskasten von meiner Oma, weil dieses Balkonkraftwerk ist von meiner Oma, habe ich dann quasi eine Zuleitung in den Sicherungskasten von meiner Oma reingelegt, und zwar, weil wir einphasig einspeisen, auf die Phase, die ich vorher mit einer Zange einfach gemessen habe, wo der meiste Stromverbrauch halt eben ist. Ne? Das ist im Endeffekt, meine Oma hat noch einen alten Zähler und etc. pp. Aber eigentlich ist es irrelevant, auf welcher Phase ihr einspeist, denn im Endeffekt ist es so, dass bei eurer Stromrechnung die Phasen sozusagen sich
gegenrechnen, in Anführungszeichen. Das heißt, selbst wenn ihr auf einer anderen Phase jetzt das Ganze quasi einspeisen würdet, dann würde sich das am Ende sowieso irgendwie wieder relativieren. Aber dennoch habe ich mir gedacht, naja, es ist, glaube ich, doch irgendwie vielleicht besser, dass der Strom dann auf jeden Fall halt auch genutzt wird, anstatt dass er halt irgendwie ins Netz fließt und was auch immer und wie Bapo. Also ne, ist schon quasi auf der Phase, wo jetzt zum Beispiel Kühlschrank dran ist, wo Router dran ist, wo meine Oma auch mal ihren Rechner anhat etc. pp. Auf der Phase haben wir jetzt halt hauptsächlich eingespeist, weil das macht halt einfach mehr Sinn. Meine Meinung so. Dann haben wir jetzt hier noch was. Ich gehe jetzt nochmal hier kurz zurück. Ich gucke hier nämlich gerade bei Akkurat GSV, heißt die Firma übrigens. Akkuratgsv.de ist hier die Webseite. Und dann habe ich hier mir nämlich noch ein Blueti Power Oak AC200P. Und zwar ist es eine Power Station mit 2000 Watt Leistung und 2000 Wattstunden Kapazität. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Das Ding kostet auch ein bisschen was, aber es lohnt sich. Aber es ist halt eben die Sache, geplant war das Ganze so hier zu verschalten. Ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Und zwar, dass wir hier oben haben wir quasi die zwei Photovoltaikmodule mit den zwei Sicherungsautomaten. Und bis hierhin ist die Verkabelung auch tatsächlich genauso, wie ihr das auf dem Schaltplan seht. Danach geht die Schaltung eigentlich, sollte sie quasi hier oben in diesen Shelly einmal reingehen, in den Shelly und in den Shelly. Hier unten haben wir dann die Blueti. Dann haben wir hier einen DC-DC-Konverter. Dann ist hier der Mikrowechselrichter und noch ein Shelly. Ja? Und im Grunde genommen sollte das Ganze so funktionieren, dass die alle smart geschaltet werden, weil bei diesen Shellys halt ist es so, dass die Möglichkeit haben, ne, wenn man jetzt quasi das hier liest, was hier drauf steht. Also ich meine, guck mal ganz genau hier drauf, ist jetzt blöd wegen dem Schatten, ja, aber da steht halt drauf, im DC-Bereich 24 bis 240 Volt. Ja, und das Ganze sollte dann so funktionieren, dass sobald hier morgens das erste Mal Licht auf diese Photovoltaikmodule einfällt und die Strom produzieren, sollte als erstes auf die Batterie geschalten werden. Und zwar, parallel. Ja, ich glaube parallel, also dass quasi beide Module, in Reihe geschaltet werden und dass die dann quasi hier zusammen quasi hier die Batterie laden. So, dann, sobald die Batterie voll ist, das merkt man quasi anhand von diesem Shelly hier, wenn der halt merkt, ah, okay, da wird nicht mehr so viel gezogen, ja, da fließt nicht mehr so viel durch, weil die Batterie nimmt ja dann irgendwann nichts mehr an, weil die Batterie selber ist leider nicht smart, wir können die halt nicht auslesen. Deswegen hätten wir das quasi hier drüber gemacht. So, und sobald da quasi nichts mehr durchfließt, wäre umgeschalten worden, direkt auf den Wechselrichter, dass quasi, wenn die Batterie schon voll ist, der restliche Strom am Tag direkt ins Haus fließt und sobald da abends quasi bemerkt wird, okay, hier kommt jetzt nicht mehr so viel Strom von den Modulen, würde dieser Zugang quasi zwischen den Photovoltaikmodulen und den Wechselrichter, wo dann quasi ein Modul links, ein Modul rechts angeschlossen wäre, würde dann auch zugeschlossen werden. Also hier diese zwei Shellys würden dann auch ausgehen und stattdessen würde der Shelly hier angehen, der hier dran hängt. Und zwar würden wir quasi aus dem DC-Bereich der Batterie über einen DC-DC-Konverter das Ganze auch mit einem Shelly geschaltet wieder an den Wechselrichter geben und da quasi über die Nacht verteilt, kontinuierlich war so der Plan, so keine Ahnung, 150 Watt, je nachdem, dass man halt so ein bisschen misst, was braucht der Kühlschrank, was braucht dies, was braucht das, was braucht jenes, dass wir das quasi einfach, was ist mein Kragen hier so hochgerutscht, dass wir das quasi einfach kontinuierlich über die Nacht abgeben und zwar so gesteuert, dass über die Nacht verteilt die Batterie nicht komplett leer geht, weil wenn die komplett leer gehen würde, müsste man jedes Mal wieder neu hingehen und dann hier DC-Bereich anschalten oder die Batterie wieder einschalten etc. pp. Es ist halt eine ganze Menge Tipparbeit dann auf der Batterie und da die ja leider nicht smart ist, das könnte man vielleicht umgehen mit der AC200P Max, denn die hat über Bluetooth die Möglichkeit smart geschaltet zu werden und da habe ich halt auch ein MQTT-Modul schon gesehen, was durch die Community entwickelt wurde. Das heißt, ihr habt dann so einen kleinen ESP32, der ist dann quasi mit einer kleinen Software gespickt, die sich über Bluetooth direkt mit der AC200P Max verbindet und
Das Gute ist halt eben, dass dann die AC200P Max über Bluetooth mit dem Ding verbunden ist und das Ding schickt über WLAN auf MQTT direkt zu eurem IO-Broker oder zu eurer Smart-Home-Zentrale, welche auch immer ihr benutzt, die halt eben MQTT-fähig ist, die Daten, die in der Batterie halt eben drin sind. So, das heißt, ihr könnt dann smart die Batterie ein- oder ausschalten lassen, ein Ventil, ne, oder quasi ne, DC öffnen, AC öffnen oder quasi DC schließen, AC schließen, je nachdem, wie viel Prozent Batteriespeicher eben noch da sind. Das heißt, theoretisch, wenn wir jetzt die AC200P Max hätten, ja, würde sich das ganze Projekt etwas einfacher gestalten. Ich werde auch da nochmal mit Akkurat reden. Vielleicht können wir ja einfach die AC200P, die ich jetzt habe, gegen eine AC200P Max austauschen, weil damit wäre das Projekt auf jeden Fall um einiges leichter. Aber das ist eben leider nicht der Ist-Zustand und deswegen wollte ich halt einfach mal die Community einschalten. Eigentlich war der Plan halt hier, ein komplett fertiges Projekt halt eben zu präsentieren und das euch so genau in der Anleitung so zu geben, wie man es nachbauen kann. Ich habe sogar mir schon die Mühe gemacht, warte, ich lege jetzt einfach mal hier mein Handy drauf, damit das nicht wegfliegt. Diese Schaltung, die ihr gerade gesehen habt, die ist schon, sogar schon fertig. Ja? Ich habe die schon komplett fertig gebaut mit den Shellys, die hier drin sind. Ist jetzt halt hier ein bisschen, ja, kann man das hier mal irgendwo aufmachen, ja, so. Seht ihr es jetzt mal hier an einem Beispiel. Hier oben sind halt, hier sind zwei Shellys drin, hier ist einer drin. Hier ist der DC-DC-Konverter. Hier unten wäre noch genau Platz gewesen für den Wechselrichter. Den wollte ich nämlich auch noch schön hier mit drauf machen, damit das alles schön auf einem Brett verkabelt gewesen wäre. Und hier habe ich sogar die Ein- und Ausgänge mir. Guck, hier einmal quasi Photovoltaikmodul 1, das wäre hier angeschlossen worden. Photovoltaikmodul 2 hier. Hier geht quasi der Akku raus. Also hier geht quasi das ist die Ladeverbindung, womit der Akku geladen werden sollte. Hier haben wir die DC-Verbindung, die quasi reingeht über den DC-DC-Konverter. Ne, man sieht das auch, die Leitungen gehen hier genau in den DC-DC-Konverter rein. Und das sollte quasi von der Bluetti, von dem AC200P, quasi im DC-Bereich hier reingehen. Und hier haben wir quasi den T-Sun. Das soll quasi der Mikrowechselrichter sein, an dem dann quasi die Haussteckdose angeschlossen ist. So, das war ursprünglich der Plan. Jetzt gucken wir aber mal ganz genau auf diesen Shelly hier drauf. Guck mal, ob ich das irgendwie mit dem Schatten hinbekomme etc. pp. Ja, und jetzt gucken wir mal, was steht denn da drauf, unten, bei DC. Ja, was steht da? 24 bis 30 Volt. Und ich habe sage und schreibe fünfmal diese Shellys bestellt. Bei unterschiedlichen Händlern, unterschiedlichen Shops. Also ich habe es über Amazon bestellt, ich habe es über irgendwelche anderen Webseiten bestellt. Und. Egal, wo ich das bestellt habe, kam immer wieder 24 bis 30 Volt. Und ich dachte, vielleicht gibt es da einfach unterschiedliche Variationen. Und dann habe ich am Ende halt einfach Shelly angeschrieben und habe die einfach mal gefragt, hier, wie sieht denn das Ganze aus? Und Shelly hat gesagt, ja, leider haben wir einfach damals einen Fehler gemacht in der Beschriftung. Und wir haben keine Geräte, die im DC-Bereich bis zu 240 Volt umgehen können. Und ja, da haben wir leider ein kleines Problem. Und weil wir uns leider hier nicht auf die Herstellerangaben von Shelly verlassen konnten, müssen wir jetzt halt eben eine andere Lösung finden. Und da habe ich jetzt halt auch mit meinem Partner Akkurat zusammen überlegt, was könnte man machen, so. Aber ich wollte euch halt eben mit überlegen lassen, weil ich weiß in meiner Community, immer in den Kommentaren, wenn ich irgendein Projekt gemacht habe, kamen Leute noch um die Ecke mit dieser Idee oder dieser Idee oder dieser Idee, die wirklich teilweise sehr, sehr, sehr gut gewesen sind. Und auch im Forum kam immer sehr viel. Deswegen werde ich hier unten einen Link auch zu meinem Forum halt eben machen. Wir haben ein eigenes Technikforum, wo es halt auch viel um Thema Smart Home, Energie, Automatisierung, 3D-Druck, alles Mögliche halt quasi auch geht. Da werde ich einen Forum-Beitrag machen und weil bei YouTube-Kommentaren, ne, man kann halt irgendwie nur Text schreiben, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie auch einen Plan mit irgendwelchen, ne, Schaltungsplänen etc. pp. Hochladen möchtet, mit einem Bild oder sowas, dann könnt ihr das im Forum halt auf jeden Fall machen. Deswegen auf jeden Fall seid ihr alle dazu aufgerufen und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Forum zu genau diesem Beitrag mit diesem Video on top und allem, was quasi jetzt hier geplant wurde. Ich werde euch auch dann den Schaltplan dort hochladen, dass ihr den euch angucken könntet, wie der quasi umgesetzt worden wäre. Ich hätte das Ganze dann quasi mit dem IO-Broker verknüpft und hätte im IO-Broker halt eben die Shellys so entsprechend halt angesteuert, mit den Werten halt ein kleines Blockly-Skript gemacht, das dann und dann und dann und dann bei den und den und den Werten einfach die Relais ein- oder ausschaltet. Ja? Funktioniert jetzt so leider nicht mehr. Aber ich habe jetzt quasi hier mit Akkurat zusammengearbeitet. Jetzt haben wir uns hier so einen kleinen Sensor rausgesucht.
halt quasi einfach über Arduino, dass wir quasi einfach die Kabel sozusagen hier durch so ein, ihr kennt das ja, diese Zangenmessgeräte zum Beispiel, die können ja auch bis zum gewissen Punkt, vielleicht nicht ganz so akkurat, die Stromstärken messen, ja, wie viel Watt fließt denn da jetzt durch oder wie viel Volt etc. pp. Kann man halt auch von außen sozusagen über so eine Klemme messen und das kann man quasi über Arduino, vielleicht auch über MQTT dann an den IO-Broker weitergeben und dann dort eben entsprechend verwerten und dann irgendwelche smarten Schaltungen machen. Aber auch dafür bräuchten wir im DC-Bereich quasi ein Relais, was im DC-Bereich halt auch mal, ja, 90, 100 Volt oder was weiß ich. Ich weiß halt nicht, ne, wenn hier die Sonne voll drauf knallt, da kommt da schon mal einiges an Volt halt eben durch. Und das müssen wir halt eben handeln können durch so ein Relais. Und auch da vielleicht der Aufruf, vielleicht habt ihr eine Idee. Gibt es irgendein Smart Home Relais auf dem Markt, das auch nachgewiesenermaßen, nicht irgendwie mit irgendwelchen Herstellerangaben, also das, was ihr selber getestet habt, wo ihr wisst, das kann auch mal mehr, und zwar auch über längere Zeit mehr Volt ab, ja, und auch Ampere etc. pp., was, da kommt ja einiges durch die zwei Module schon. Das wäre halt eben wichtig und dann war halt die Überlegung, dass wir quasi mit dem, mit den Photovoltaikmodulen einfach direkt die AC200P beladen und dass wir dann nicht im DC-Bereich aus der AC200P rausgehen, sondern im AC-Bereich mit einem Netzteil. Das ist ja so ein typisches LED-Netzteil, also was für LED-Beleuchtung halt häufig auch benutzt wird. So ein Schaltnetzteil, 48 Volt, 12 Ampere, 600 Watt kommen da raus. Das heißt, mit diesen 600 Watt könnten wir halt eben schön wieder in, also quasi 600 Watt DC, könnten wir einfach schön in den Wechselrichter wieder reingehen, der dann eben den DC-Strom entsprechend für das Haus wieder herrichtet, sodass es über die Steckdose direkt ins Netz eingespeist werden könnte. Das wäre natürlich, jetzt muss ich hier aufpassen wegen dem Wind, nicht, dass hier mein Schaltplan runterfliegt. Da wären natürlich auch entsprechende Verluste, werden hier jetzt, würden hier dazukommen, weil halt eben, ne, immer wenn wir ein Netzteil halt haben, da geht immer ein bisschen was in Wärme etc. pp. Verloren, was natürlich schade wäre. Deswegen habe ich das jetzt auch noch nicht so umgesetzt. Außerdem kostet dieses Netzteil hier auch nochmal 50 Euro. Klar, würde jetzt bei den Kosten von der ganzen Anlage, dem Braten, auch nicht mehr fett machen. Nur hat jetzt halt mein erster Versuch so schon nicht funktioniert, aufgrund eben der Daten von Shelly, weil die leider nicht gestimmt haben. Und bevor ich jetzt hier irgendwelche anderen Sachen kaufe, mache und tue, habe ich gesagt, nee, ich schalte jetzt erstmal die Community an. Wir gucken jetzt einfach mal, was da in der Community für Ideen reinkommen. Meine Idee, wie gesagt, die AC200P auszutauschen gegen die AC200P Max, weil wir halt eben da direkt quasi die zwei Photovoltaikmodule an die AC200P Max anschließen könnten. Die AC200P Max ist smart, das heißt, wir können den Akkustand auslesen, wir können gucken, mit wie viel wird das gerade geladen oder können Sachen ein- und ausschalten, Zugänge, also AC-DC-Zugänge ein- oder ausschalten und können halt da auch wieder quasi, ja, zum Beispiel oder über so ein Netzteil oder über DC mit einem DC-DC-Konverter wieder an den Wechselrichter dran gehen und könnten da quasi smart einspeisen lassen und zwar halt eben über die Batterie gesteuert, dass wir halt eben sagen, okay, jetzt haben wir nur noch 20% Akku, jetzt schalten wir halt eben ab und wenn wir über 20% haben, dann schalten wir an und tagsüber vielleicht dann mit voll 600 Watt und nachts, ja, damit das halt die ganze Nacht reicht, machen wir halt eben nur so und so viel, ja, dass wir halt weniger dann einspeisen. Oder halt nicht so lange, oder? Ne? Da müssen wir halt eben gucken, wie man das halt eben macht. Ich weiß halt nicht, ob man die Stromstärke in der AC200P Max auch einstellen kann. Also wie viel soll jetzt quasi abgegeben werden? Also, ne, dass wir sagen, okay, wir geben jetzt nur 200 Watt oder, ne, oder volle Power. Das weiß ich halt nicht, ob man das einstellen könnte. Auf jeden Fall wären wir mit der AC200P Max schon mal deutlich smarter unterwegs, als es jetzt halt aktuell der Fall ist. Ja, und auch da beziehungsweise über den DC-DC-Konverter könnten wir das halt über Nacht halt dann auch so regeln, dass wir zum Beispiel tagsüber über AC mit diesem Netzteil 600 Watt sozusagen an den Wechselrichter geben und nachts könnten wir es dann quasi so machen, dass der AC, dass der, der das AC-Relais sozusagen an der AC200P Max ausgeschalten wird und dann dafür das DC eingeschaltet wird. Und über den DC-DC-Konverter können wir ja einfach mit dem Potentiometer einstellen, dass halt eben nur 150 Watt am Ende rauskommen sollen. Und ja, dann haben wir entsprechend weniger Stromverbrauch dann sozusagen. Also das wären einfach so ein paar Überlegungen, die wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen in den Raum werfen, was man machen könnte. Aber wie gesagt, ich wollte euch den Ist-Zustand sagen. Ich habe auch noch mal geguckt, im
In der AC200P, also in dem Akku, den ich jetzt da habe vom Blue Yeti, habe ich mal in einem Forum gesehen, hat das Ding einer aufgemacht und da ist hinter dem Display, also an der Display-Einheit, ist hinten sozusagen vorgesehen für einen ESP8266, den man da einlöten könnte oder einen ESP32 oder eine Node-MCU etc. pp., als alles, was mit ESP8266 zusammenhängt, weil wir haben dort einen 3,3 Volt Anschluss, wir haben einen Ground Anschluss, wir haben TX, wir haben RX, also prinzipiell vielleicht könnte man sogar die AC200P noch im Nachhinein irgendwie smart machen, ich weiß es nicht, habt ihr da vielleicht Erfahrung drin? Das sind halt alle so Gedanken, die mir aktuell durch den Kopf gehen. Und das wollte ich einfach mit euch teilen. Ich blende euch jetzt halt hier, habe ich auch die Bilder so ein bisschen eingeblendet, dass ihr seht, was ich meine. Und auch, wie gesagt, das Projekt, um die AC200P Max smart zu machen. Also da gibt es quasi so ein ESP32, hat sich einer schon schön eine kleine Firmware überlegt, die könnt ihr einfach da drauf flashen. Und das Ganze verbindet sich dann mit Bluetooth mit der AC200P Max und gibt über WLAN, über MQTT halt, wie gesagt, an den IO-Broker zum Beispiel, wo wir eine MQTT-Schnittstelle als Eingang halt auch haben, die Daten weiter. Und da können wir das dann halt weiter smart verarbeiten und dann irgendwelche Relais ein- und ausschalten lassen. So. Auch das werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung und in dem Forumbeitrag alles ausführlich verlinken, dass ihr euch das schon mal anschauen könntet und dann halt einfach eure eigenen Ideen dazu in die Kommentare oder wie gesagt am besten, wenn ihr irgendwelche Schaltpläne, Bilder etc. pp. Habt, ins Forum zu packen, damit zum einen ich einfach vielleicht dieses Projekt hier komplett vervollständigen kann, aber auch andere Leute, die in Zukunft vielleicht jetzt eben auf dieses Projekt hier stoßen, im Forum halt nachgucken können, wie haben die anderen das geregelt. Und vielleicht sagt ja auch der eine, ah, ich finde eher das besser, der andere sagt, ich finde eher das besser. Das heißt, auch wenn ihr unterschiedliche Lösungsansätze habt, nichts davon ist richtig und nichts davon ist falsch. Ja, weil jeder kann sich aus diesen Lösungsansätzen das rausnehmen, was für ihn am besten passt. Ja, vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Der eine traut sich eher das zu, der andere traut sich eher das zu, der eine sagt, ne, so und so. Deswegen einfach mal alles rausballern, was ihr so könnt. Und ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz hier oben meinen Sicherungskasten und dann, wie ich dann im Treppenhaus das Ganze weitergemacht habe. So, da sind wir auf dem Balkon angekommen und hier in der Ecke seht ihr auch schon quasi den kleinen Sicherungskasten. Und hier haben wir einmal 1 und 2, weil ich habe auch die Module mit 1 und 2 beschriftet. Also das linke Modul ist quasi, ne, das was ihr eben im Video gesehen habt, das linke Modul ist Modul 1. Und hier habe ich Modul 2 und hier habe ich auch schön quasi das Kabel verlegt. Das sieht man hier gar nicht so schön, das ist komplett hier unten runter. Hier kann man es vielleicht noch ein bisschen sehen. Hier gehen dann quasi die, jeweils quasi Plus und Minus und nochmal Plus und Minus geht dann quasi hier rein in die Sicherungsautomaten, geht dann von hier unten quasi wieder raus und geht hier oben dann quasi hier hinten ist so ein kleiner Kabelkanal, weiß nicht, ob man den noch sehen kann. Und darüber läuft das Ganze quasi über den Dachboden raus ins Treppenhaus. Und im Treppenhaus, da wollte ich halt eben dann die Batterie hinstellen, zeige ich euch jetzt auch noch gleich. Genau, aber dann haben wir hier quasi, ne, ich kann quasi die Module einzeln aus- und auch wieder einschalten. Ja, und habe das Ganze hier halt auch IP65 abgesichert. Und dass quasi die Module halt, auch wenn ich da an der Anlage halt irgendwas mache, dass ich die halt abschalten kann. Ist eine ziemlich wichtige Sache. Also wirklich, wenn ihr sowas macht, macht es halt auf jeden Fall auch mit so einem kleinen Sicherungskasten. Sichert auch die Module hier mit solchen Sicherungsautomaten. Die werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung auch alles verlinken. Also generell, ich werde euch alles verlinken, was ich jetzt hier bis jetzt aktuell schon habe. Und aktuell ist ja die PV-Anlage auch aktiv. Also das Balkonkraftwerk ist aktiv, aber aktuell leider ohne Speicher. Ich habe jetzt quasi die zwei PV-Module hier über diese Sicherungsautomaten ins Treppenhaus gelegt und im Treppenhaus gehen quasi die Kabel direkt an den Wechselrichter dran und der Wechselrichter hängt, wie gesagt, an der Steckdose dran, der dann halt eben über die Phase bei meiner Oma einspeist. Das werde ich euch jetzt hier auch noch gleich, wie gesagt, zeigen. Aber ich war halt, ich wollte euch halt einfach mal den aktuellen Stand dokumentieren, wie weit wir jetzt quasi halt eben schon sind. Weil ich wollte jetzt auch vermeiden, dass da irgendwelche Leute mit irgendwelchen Ansätzen kommen, die jetzt quasi gar nicht mehr umsetzbar wären, weil wir einfach schon einen gewissen Baustand sozusagen haben. Und es geht jetzt darum, das, was wir aktuell haben, irgendwie so smart wie möglich umsetzen zu können. Und wie gesagt, wir haben ja verschiedene Ansätze. Einmal, wie gesagt, über die AC200P Max, wenn man vielleicht dann die AC200P zurückschickt und dann stattdessen eine AC200P Max sich holen würde. Da könnte man dann halt schon mit dem Akku selber das Ganze smart irgendwie steuern können. Das mit den Shellys, das hat ja leider nicht so funktioniert. Da ist leider, da fehlt ein bisschen was, sag ich mal.
an DC-Leistung, die einfach darüber geschickt werden könnte. Und deswegen können wir es halt auch mit den Shellys nicht messen. Das heißt, ja, wenn wir halt in der Batterie das Ganze smart hätten, dann würden wir halt da einfach messen können, wie viel kommt jetzt rein. Wir könnten messen, wie viel Akku, also wie viel Prozent Ladung haben wir jetzt eben, wie viel geben wir raus und so weiter und so fort. Also man könnte halt einfach das Ganze mit einer AC200P Max wesentlich smarter halt eben machen als mit der AC200P. Es ist halt leider... Ja, es ist schwierig, beziehungsweise vielleicht kann man die AC200P ja wie gesagt noch umbauen. Also ich habe euch da ja die Bilder gezeigt. Angekommen im Treppenhaus kann ich euch jetzt auch hier direkt quasi den Wechselrichter zeigen. Ja, das ist quasi hier das Gerät. Der hängt jetzt aktuell noch hier einfach so provisorisch hier oben drauf. Hier das Kabel hängt jetzt hier auch quasi einfach so alles ein bisschen drumrum. Ja, das ist halt alles noch nicht so in der finalen Position, sage ich jetzt einfach mal. Hier hinten haben wir dann quasi die AC200P. Ist jetzt, die Kamera wird gerade ein bisschen dunkel. Warte mal, ich guck mal, ob ich das euch einfach hier so ein bisschen, ja, machen wir einfach so. Ja? Hier hinten haben wir quasi die AC200P. Hier haben wir halt den Tissan Wechselrichter. Und das ist auch alles schon, also der Wechselrichter ist jetzt gerade aktuell schon angeschlossen und der funktioniert auch gerade. Und der Plan war halt dann, ich habe ja quasi hier mein Steuerbord, sag ich mal, oder meine Schaltung. Und hier sollte unten, wie gesagt, noch der Wechselrichter dann drankommen von der Montage her. Und dann sollte das Ganze hier, hoppala, hier um die Ecke, ja, da habe ich quasi extra eine Steckdose hingemacht. Und diese Steckdose ist quasi an der Phase angeschlossen, wo ich gesagt habe, wo der meiste Stromverbrauch ist. Und hier an der Wand hätten wir genau Platz gehabt, um dieses Modul, also um dieses Brettchen, sag ich mal, hinmontieren zu können. Also das hätten wir da wunderbar schön an die Wand montieren können und hätten dadurch halt eben ja direkt die Schaltung umsetzen können. Nur wie gesagt, funktioniert es halt so leider nicht. Ich habe jetzt schon mehrfach gepredigt, wie wir das quasi machen hätten können, aber ja. In diesem Sinne, wie gesagt, möchte ich euch einfach dazu aufrufen, könnt ihr einfach an diesem Projekt irgendwie mitwirken? Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man es am besten umsetzen könnte? Also wirklich hier vielleicht der Austausch der AC200P zur AC200P Max und dass wir das über die Batterie smart regeln? Oder seht ihr eine Chance, die AC200P selbst irgendwie smart zu machen? Oder habt ihr irgendwie eine andere Überlegung, wie man zum Beispiel, gibt es andere Möglichkeiten, die Stromstärken auszumessen, das Ganze smart irgendwie zu machen, vielleicht auch irgendwie anders zu ermitteln, ob und wie viel Akkuladung jetzt eben in der AC200P drin ist? Oder halt eben gibt es Relais, die vielleicht, vielleicht sogar gibt es ein Relais, was genau wie der Shelly halt eben ist, den ich euch auch verlinkt habe, den ich jetzt hier verwenden wollte, der aber halt eben, ja, vielleicht im DC-Bereich mehr kann als der Shelly. Gibt es da irgendwelche smarten Relais, die sowohl DC messen als auch schalten können in diesen Stromstärken, in denen wir das Ganze hier brauchen, ja? Egal, welche Lösungsansätze ihr habt, ich bin um jeden einzelnen Lösungsansatz dankbar und ich denke mir, dass wir als Community vielleicht einfach etwas richtig Cooles als Projekt eben auf die Beine stellen können, dass wir eben ein Balkonkraftwerk mit Speicher smart umgesetzt bekommen, so dass wir halt eben, ne, wie ich gesagt habe, dass tagsüber die Sonne kommt drauf, es wird dann erstmal vielleicht der Akku geladen, dann wenn der Akku voll ist, wird der Strom dann quasi einfach weiter ans Haus abgegeben und sobald dann abends weniger Strom produziert wird von den Photovoltaikmodulen, wird dann einfach von dem, also quasi, dass die Photovoltaikmodule direkt am Wechselrichter sind, wird das quasi einfach unterbrochen, die Funktion, und stattdessen halt zwischen dem Akku und dem Wechselrichter die Verbindung geöffnet, sodass der Akku über den Wechselrichter das Haus dann über Nacht, keine Ahnung, mit 150 Watt oder sonst was, über die ganze Nacht speisen kann. Ne? Da muss man halt eben ausrechnen, 2000 Wattstunden Fassungsvermögen haben wir halt eben in der AC200P drin. Kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viele Stunden das dann halt ausreicht. Muss man gucken, ab wann ist abends dann die Sonne weg, wann kommt sie am nächsten Tag wieder, wie viele Stunden sind das und das quasi halt einfach teilen durch die Kapazität, die man hat und dann weiß man, wie viel Watt kann ich denn jetzt im DC-DC-Konverter über das Potentiometer vielleicht einstellen, um halt diese Stunden überbrücken zu können. Dass wir halt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig abgeben, aber auf jeden Fall so, dass am nächsten Tag noch genügend Stromreserve in der AC200P drin ist, damit halt eben diese nicht komplett ausgeht, weil das Problem halt, wie gesagt, sobald die Blueti, egal ob die AC200P oder
AC200P Max, egal welches Modell, wenn die einmal ausgehen, dann musst du die einfach manuell dann wieder anschalten. Die gehen nicht von alleine wieder an und stellen sich auch nicht von alleine wieder auf die Sachen ein. Also wenn man jetzt quasi AC freigeschaltet hat, also dass der AC-Durchgang hat oder DC-Ausgang oder so, wenn das quasi einmal ausgeht, dadurch, dass es halt leer ist, schalten die sich, wenn man es wieder einschaltet, nicht automatisch wieder ein. Und das ist halt eben das Problem. Das heißt, wir müssen immer einen gewissen Restladestand in der Batterie verlassen, damit die nicht komplett ausgeht. Ja, wie gesagt, wirkt mit an dem Projekt. Ich habe richtig Bock auf eure Lösungsansätze. Schreibt wirklich ausführlich, genau wie ihr euch das vorstellt. Packt vielleicht eigene Schaltpläne ins Forum, ladet die dort hoch, lasst uns die anschauen. Verlinkt halt auch die Sachen gerne mit dazu, die man dafür brauchen würde, zu Amazon oder so, dass man die halt nachbestellen kann und sich vielleicht auch die Datenblätter dazu mal anschauen kann etc. pp. Wenn ihr da eigene Schaltpläne macht mit eigenen Bauteilen und so weiter, packt das halt alles, wie gesagt, mit rein. Ich verlinke euch einfach das, was ich bisher aktuell alles genutzt habe und was ich eventuell für Lösungsansätze auch gehabt hätte, wie man das umsetzen hätte können. Diese Sachen werde ich euch alle verlinken und ich möchte einfach mit der Community gemeinsam evaluieren, welches dieser Lösungsansätze für mich persönlich jetzt hier einfach der beste ist, den ich einfach umsetzen möchte oder vielleicht auch, wo die Community einstimmig sagt, boah, in diese Richtung sollten wir gehen, das ist das, was eigentlich Sinn macht, das ist das, was smart ist und das ist das, was ja am sinnvollsten ist, was wir am ehesten umsetzen sollten. Dass wir da ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen und dann werden wir quasi vielleicht später nochmal ein Update-Video dann dazu machen, denn ich würde ja auch ganz gerne mal den Ertrag von dem ganzen Ding hier messen. Gut, das könnte ich auch jetzt schon machen, indem ich quasi einfach bei dem Einspeisestecker so einen kleinen Zwischenstecker dazwischen mache, womit ich dann halt messen könnte, wie viel Strom geht denn da jetzt durch. Aber auch das möchte ich halt in Zukunft natürlich komplett smart halt eben geregelt haben, vielleicht auch schon mit der Schaltung davor, weil ich möchte euch ja vielleicht auch mal so nach einem Jahr Balkonkraftwerk so ein kleines Update-Video geben. Was hat denn jetzt das Balkonkraftwerk eigentlich gebracht? Und auch da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir das Balkonkraftwerk zu diesem Zeitpunkt schon mit Speicher umgesetzt bekommen, denn ein Balkonkraftwerk auch mit Speicher ist natürlich deutlich effizienter als ein Balkonkraftwerk ohne Speicher. Ja, prinzipiell muss man sagen, generell überhaupt schon mal ein Balkonkraftwerk zu haben, ist immer schon mal besser als gar keins zu haben. Aber eins mit Speicher zu haben, ist genau wie bei einer Photovoltaikanlage, ist einfach deutlich effizienter und macht deutlich mehr Sinn. Man spart deutlich mehr Strom. Und ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt ordentlich in die Kommentare und ins Forum und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiter solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.